Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich muss sich Außenpolitik weiterentwickeln, natürlich muss sich Krisenprävention weiterentwickeln, allein schon, weil sich Krisenausprägungen verändern. Und wenn wir uns die vergangenen Monate und Jahre anschauen, dann sehen wir, dass wir es mit einer Gleichzeitigkeit von Krisen zu tun haben, dass wir überlappende Krisen haben, dass wir Krisen in aller Welt haben, die sich auch in der Innenpolitik in Deutschland manifestieren. Ob das die Migrationsbewegungen sind, ob das Terrorexport ist oder was auch immer. Und wenn ich mir die Rahmenbedingungen anschaue, dann muss ich sagen, dann werden die nicht einfacher. Dann sehen wir die USA beispielsweise, die sich stärker auf sich zurückziehen, die als Ordnungsfaktor in relevanten Regionen der Erde keine Rolle mehr spielen möchten und die darauf hinweisen, dass wir Europäer zukünftig mehr an eigener Sicherheitsverantwortung werden tragen müssen. Da sehen wir Russland, für die es offensichtlich keine Rolle mehr spielt, die Errungenschaften und Vereinbarungen der Charta von Paris auch tatsächlich wirksam werden zu lassen. Und wir haben eine Europäische Union, die ganz offensichtlich in den nächsten 2 Jahren mehr mit sich selbst beschäftigt sein wird, insbesondere mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der gemeinsamen Union. Das sind die Rahmenbedingungen, die, glaube ich, schon Anlass geben, eine Bestandsaufnahme zu machen und auch zu überlegen, wie wir Krisenpräventionspolitik vernünftig in der Zukunft weiterentwickeln können. Und da ist es so, dass 3 Grundpfeiler ohne Frage stehen, aus meiner Sicht jedenfalls. Erstens der Vorrang des Zivilen. Zweitens, niemals allein, immer multilateral. Und zum Dritten, liebe Frau Vogler, das will ich Ihnen an der Stelle gerne sagen, zum Dritten brauchen wir auch den gesamten Instrumentenkasten der Außenpolitik. Und das bedeutet Diplomatie, das bedeutet Entwicklungszusammenarbeit, das bedeutet Krisenprävention, das bedeutet aber dort, wo notwendig, auch den Einsatz militärischer Mittel im Sinne eines umfassenden Sicherheits- und Verteidigungsansatzes. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns an dieser Stelle unterscheidet. Sie haben vorher in Ihrer Rede, liebe Frau Vogler, ein echtes Zerrbild der Wirklichkeit gezeichnet. Wir haben am 12. Mai 2004 den Aktionsplan Zivile Krisenprävention durch die Bundesregierung implementiert bekommen. Was ist in den vergangenen 13 Jahren passiert? Wir haben eine mehr als Verzehnfachung der Mittel für zivile Krisenprävention. Wir haben heute eine Abteilung Krisenprävention im Auswärtigen Amt mit einem Budget von 1,7 Milliarden Euro. Was ist denn das? Das ist doch nichts anderes, als dass zivile Krisenprävention in den vergangenen 13 Jahren unheimlich an Bedeutung in der deutschen Außenpolitik gewonnen hat. Und dass wir sehen, dass wir einen umfassenden Ansatz brauchen, wenn wir die richtigen Antworten auf die Krisen der Welt geben möchten. Nichts anderes ist das, und das stellen Sie mit Ihrem Antrag in Abrede. Und es ist mehr passiert in den letzten 13 Jahren. Auch institutionell ist die zivile Krisenprävention auf ganz neue Füße gestellt worden. Ob das das Zentrum für internationale Friedenseinsätze ist oder auch die Bundesakademie für Sicherheitspolitik oder auch andere Einrichtungen. Und jetzt geht es darum, langfristige Leitlinien zu definieren, um Krisenprävention auch für die Zukunft richtig aufzustellen. Und da wird sicherlich darauf ankommen, dass wir es schaffen, Ressort-Eigeninteressen besser zu überwinden als in der Vergangenheit, dass es uns gelingt, besser zu evaluieren, wie die eingesetzten Mittel auch tatsächlich wirken. Da kommt es auch darauf an, dass wir nicht nur ein Topgeber, wenn es ums Geld geht, bei der UN und anderen internationalen Organisationen sind, sondern dass wir eben auch bei Polizeikräften und zivilen Experten mit Man- und Womanpower an der Front tatsächlich tätig sein können. Darauf wird es ankommen. Und ich glaube, dass mit der Novellierung des Gesetzes, das wir heute beraten, wir einen gewaltigen Schritt in die Zukunft tun, weil es damit gelingen wird, mehr als nur 160 entsendete zivile Krisenexperten in den Einsatz zu bringen. Und das ist ein echter Beitrag zur Krisenprävention. Das ist ein echter Beitrag auch zur Fluchtursachenbekämpfung und dafür in den Herkunftsländern der Menschen Perspektiven, ganz persönliche Lebensperspektiven zu schaffen.
Ich glaube, dass es richtig ist, die, die wir entsenden, auch entsprechend zu unterstützen und auszustatten. Mit sozialversicherungsrechtlicher Absicherung im Bereich der Arbeitslosenversicherung, der Kranken-, der Pflegen-, der Rentenversicherung. Dass wir so profane Dinge wie Reisekosten vernünftig regeln, damit wir diejenigen, die für uns im Auslandseinsatz sind, auch tatsächlich unterstützen können. Und deswegen lassen Sie mich einen letzten Gedanken sagen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen. Das bedeutet auch, dass wir unsere Sicherheits- und Verteidigungskapazitäten in Richtung der 2%, Richtung des 2%-Zieles innerhalb der NATO verbessern müssen. Ich möchte aber ergänzen, ich finde, der Vorschlag, der vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger Ende letzten Jahres gemacht wurde, ein 3%-Ziel ins Auge zu fassen, das eben neben Sicherheit und Verteidigung auch Krisenprävention, Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit entsprechend abbildet, das ist der richtige Ansatz, um den Problemen in der Welt Herr zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten Frey. Nächste Rednerin, Dr.